Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Gefährdungen des Friedens waren es, die Papst Paul VI. Dazu brachten, sich im Dezember 1967 mit einer Friedensbotschaft an die Regierenden in aller Welt zu wenden und den Neujahrstag zum alljährlichen Weltfriedenstag zu erklären. In dieser Tradition wird der Weltfriedenstag seit nunmehr 51 Jahren begangen. Oftmals in Situationen großer Bedrohung und Sorge um den Frieden und die Zukunft der Völker, um die Zukunft der Welt. In diesem Jahr hat unser heiliger Vater Papst Franziskus zum Weltfriedenstag das Schicksal von Migranten und Flüchtlingen in den Mittelpunkt seiner Botschaft gestellt. Für ihn, den Papst, sind sie Menschen auf der Suche nach Frieden. Und er ruft uns in seiner Botschaft allen in Erinnerung, dass die Sehnsucht nach Frieden bei den Menschen dort am ausgeprägtesten ist, die am stärksten darunter leiden, wenn er fehlt, dieser Friede. Deshalb, liebe Schwestern und Brüder, sind auch wir an diesem Morgen zusammengekommen, um für den Frieden zu beten, wie seit vielen Jahren hier in unserem Kölner Dom. Das ist ein besonderer Ort, der Kölner Dom, denn er ist vor allem auch deshalb in seiner heutigen gotischen Form gebaut worden, als ein Schrein über dem Schrein mit dem eigentlichen Heiligtum, den Gebeinen der heiligen drei Könige. Wir haben deshalb heute Morgen auch noch einmal von Ihnen gehört. Die Weisen aus dem Morgenland, die nach Jerusalem kommen. Und wir dürfen uns sicher vorstellen, dass sie, als sie nach Jerusalem hineingekommen sind, zuerst wohl den Bürgern dieser Stadt begegnet sind. Von denen war freilich im Evangelium nicht die Rede. Und ich denke, dass dieses Schweigen auch seinen Grund hatte. Die Bürger von Jerusalem, die haben vielleicht von dem Stern des Neugeborenen gehört. Aber sie denken gar nicht daran, dem Stern eines anderen zu folgen. Schon gar nicht dem Stern, der die Geburt eines Kindes anzeigt. Was ist das schon, so ein Kind? Den Bürgern von Jerusalem sind die großen Sorgen und die kleinen Freuden ihres alltäglichen Lebens offensichtlich genug, sodass sie keine Zeit und auch keine Kraft haben, sich um das in Bethlehem neugeborene Kind zu kümmern. Ganz anders augenscheinlich diese drei Weisen aus dem Morgenland. Warum anders? Weil sie im Gegensatz zu den Bürgern Jerusalems dem Stern gefolgt sind. Weil sie in dem neugeborenen Kind den Heiland, den Messias, den Retter der Welt erkennen. Weil sie ihm huldigen und damit anerkennen, wer er ist und wer wir sind. Du bist Gott, wir sind Menschen. Und liebe Schwestern und Brüder, natürlich auch deshalb, weil sie im Gegensatz zu den Bürgern Jerusalems Männer sind,
die eben nicht nur auf die großen Sorgen und die kleinen Freuden ihres alltäglichen Lebens fixiert sind. Die drei schauen über den Tellerrand ihres Lebens hinaus. Und deshalb sind sie, im Gegensatz zu den Bürgern Jerusalems, Männer der Tat, Männer mit offenen Augen, Männer mit offenen Ohren. Und mit den offenen Augen und den offenen Ohren erfahren sie, dass das Leben dieses Kindes bedroht ist, dass das gefährdet ist, dass dieses Kind mit seinen Eltern verfolgt ist und das bereits kurz nach dessen Geburt. Welcher Katastrophe dieses Kind selbst entgangen ist beim Kindermord von Bethlehem, das schildert dann die Heilige Schrift in erschreckend aktueller Deutlichkeit, gleich im Anschluss an das Evangelium, das wir heute Morgen gehört haben. Was aber macht nun diese drei Sterndeuter zu Heiligen? Was hält die Erinnerung an sie durch die Jahrhunderte hindurch wach? Was macht ihre Gebeine hier im Kölner Dom zum Mittelpunkt von Pilgerreisen bis auf den heutigen Tag? Das ist, liebe Schwestern und Brüder, etwas ganz Einfaches. Sie haben dem Kind im Stall, dem neugeborenen Sohn Gottes, das Leben gerettet. Sie haben ihm das Leben gerettet. Der Retter selbst bedurfte der Rettung. Sonst hätte Herodes auch ihn nur wenige Tage nach seiner Geburt umgebracht, dahingemetzelt. Vor diesem Schicksal wurde Jesus durch die heiligen drei Könige bewahrt. Sie waren in diesem Fall so etwas, wie wir das heute wohl sagen würden, sie waren ganz einfach, und Gott sei Dank, Fluchthelfer. Hätten sie sich nämlich der Anweisung des Herodes gebeugt, es gäbe weder das Christentum noch die Kirche. Ihr Handeln hat dagegen der heiligen Familie Luft und Zeit verschafft, die Flucht nach Ägypten vorzubereiten, die Flucht nach Ägypten anzutreten. Was das bedeutet, das erfahren wir tagtäglich. Die Flucht treten auf unserer Erde in diesen Tagen so viele Millionen Menschen an, wie seit dem Grauen und der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges nicht mehr. Viele Menschen hier bei uns wollen davon nichts mehr hören. Es wäre genug jetzt mit dem Helfen. Es ist genug jetzt mit dem naiven Gutmenschentum. Wir wollen unsere Ruhe haben. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Das UN-Flüchtlingswerk schätzt, dass gegenwärtig mehr als 60 Millionen Menschen weltweit ihre Heimat verlassen haben. Einer von 122 Menschen weltweit ist damit Flüchtling, Asylsuchender
oder innerhalb seines Heimatlandes auf der Flucht. Und sie alle wissen genauso gut wie ich, wie vielfältig die Gründe für die Flucht sind. Und das, was wir bisher erlebt haben, wahrscheinlich nur die Spitze eines Eisberges war. Wahrscheinlich wissen Sie noch viel besser als ich, wie die Situation etwa in vielen, vielen Ländern Afrikas gegenwärtig aussieht. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass niemand grundlos flieht, dass sich unter den Geflohenen immer auch das eine oder andere schwarze Schaf versteckt, das Böses im Schilde führt. Das ist dabei eine menschheitsgeschichtliche Realität, die aber nicht instrumentalisiert werden darf gegen das Helfen, gegen das Gute, gegen die Menschen in Not, die wir auch nicht gegeneinander ausspielen dürfen. Die, die bei uns in Not sind, schon seit langen Jahren, die etwa keine Wohnung haben, die seit langen Jahren von Sozialhilfe leben, und gegen die, die da kommen, weil sie fliehen vor Krieg und Terror und vor Hunger und Durst und Versteppung und den Folgen dessen, was alles mit dem Klimawandel verbunden ist. Wer verlässt schon gerne seine Heimat? Wer verlässt schon gerne seine Lieben, seine Landschaft, seine Sprache, seine Orientierung, seine Kultur? Kaum ein Mensch auf dieser Welt gibt sein Zuhause auf ohne einen schweren, lebensbedrohlichen Grund. Als Christen sind wir aufgefordert, Menschen in solchen Notsituationen zu helfen und daran mitzuwirken, die Gründe für ihre Bedrohung abzubauen. Warum? Weil wir als Christen weihnachtliche Menschen sind. Was heißt das? Das heißt, dass Gott Mensch geworden ist und dass damit jedem Menschen eine von Gott geschenkte Würde eignet und dass wir deshalb nicht mehr vom Menschen sprechen können, ohne nicht zugleich immer auch von Gott zu sprechen und umgekehrt. Deshalb müssen wir in jedem Menschen und dürfen als Christen in jedem Menschen immer auch Gottes Antlitz entdecken. Das Antlitz des neugeborenen Kindes. Wie die heiligen drei Könige können wir, liebe Schwestern und Brüder, deshalb heute am Heilsplan Gottes mitwirken. Dürfen wir Gott unser Gesicht und unsere Hände leihen? Wie sonst sollte Gott seinen Heilsplan unter uns Menschen verwirklichen können? Wir werden, liebe Schwestern und Brüder, unser Leben nicht bewahren und nicht retten, indem wir uns taub stellen und indem wir uns blind stellen gegenüber dem Bösen oder der Not in all ihren Facetten. Wer so sein Leben retten will und sichern will, der wird es mit Sicherheit verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten, heißt es im Lukas-Evangelium aus dem Mund Jesu. Wir haben auf unserer Welt und in unserem Land so viel erreicht. Wir haben so viel erfunden, so viel Fortschritt geschaffen, so viel Recht und Gerechtigkeit umgesetzt. Und doch, immer wieder bricht sich etwas Bahn, das zu bändigen wir durch all unsere Geschichte hindurch wir nicht vermocht haben, dass Menschen anderen Menschen das Leben zur Hölle machen und bisweilen dann auch noch meinen,
sie wären damit im Recht. Der Messias Gottes, er kommt in unsere Welt, um denjenigen ins Recht zu setzen, der verfolgt, der gedemütigt, der gekränkt, der gefoltert, der verletzt, der ausgebeutet, der versklavt, der vergewaltigt, der traumatisiert wurde. Er selbst ist den Weg gegangen, den Menschen gehen, die von nichts und niemandem mehr geschützt werden. Er ist diesen Weg gegangen, damit kein Leid der Welt mehr Gott fremd ist. Er ist diesen Weg gegangen, damit die Kinder Bethlehems damals genauso wenig wie die Kinder Aleppos und die Kinder im Nordirak und die Kinder im Jemen heute vergessen werden und mit ihnen kein Mensch der Verfolgung, Terror und Gewalt ausgesetzt ist, egal durch wen, seien es IS-Kämpfer, gewaltbereite und verirrte Einzeltäter, menschenverachtende Hooligans oder perverse Biedermänner. Folgen wir deshalb, liebe Schwestern und Brüder, heute wie einst die Könige, nicht den Befehlen von Menschenverachtung, von Herrschaft und Gewalt und Terror, nicht den Rufen nach Hass und übler Nachrede. Folgen wir auch heute ausschließlich dem Stern von Bethlehem. Wer nämlich den Stern über der Krippe in Bethlehem gesehen hat, der kann nicht mehr solche Wege gehen. Der geht anders von dannen, als er gekommen ist. Er kann vor allem nicht mehr zu Herodes zurückgehen und mit den Mächten des Bösen nicht mehr gemeinsame Sache machen. Er lässt sich vielmehr den Weg des Kindes von Bethlehem führen, den Weg des kindgewordenen Gottes, der ein Weg der Liebe ist, der allein die Welt so zu verwandeln vermag, wie es bei den Weisen handgreiflich geworden ist. Denn auch heute und für uns alle gilt, die Herrlichkeit des Herrn, sie geht leuchtend auf über dir. Die Herrlichkeit Gottes, die über uns leuchtet, wie einst über den heiligen drei Königen, sie weist uns den Weg. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist ein Weg des Lebens für alle.